Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gut, dass wir gegen Ende der Wahlperiode hier noch einmal Gelegenheit haben, auch grundsätzlich über die Frage des Klimaschutzes miteinander zu debattieren und dass wir die Gelegenheit haben, auch noch einmal deutlich zu machen, an welchen Stellen gibt es Gemeinsamkeiten, Schnittmengen, aber auch deutlich zu machen, an welchen Stellen unterscheiden wir uns in den Positionen. Zunächst, als Christdemokrat ist mir der Klimaschutz ein Kernanliegen. Es geht um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Es ist eben auch eine ethische Frage. Es ist aber auch eine Frage der Vernunft, auch der ökonomischen Vernunft, dass wir den Klimawandel begrenzen auf ein verantwortbares Maß. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Und deswegen war es so wichtig, dass es in Paris gelungen ist, diesen internationalen Vertrag abzuschließen. Es war ein riesiger Fortschritt. Aber wir wissen eben auch, dieser Vertrag steht zunächst einmal nur auf Papier. Diese 29 Artikel von Paris sind teilweise auch sehr vage, weich formuliert. Er bietet viele Schlupflöcher. Und dahinter steckt schlicht und ergreifend, dass wir es mit unterschiedlichen Interessen zu tun haben. Es gibt Länder, die für weitgehenden Umwelt- und Klimaschutz streiten. Aber es gibt eben auch Länder, die ganz andere Ziele haben, die vor allem auf Wohlstand, mehr Wachstum setzen. Und deswegen wird die Umsetzung dieses Vertrages alles andere als ein Selbstläufer werden. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wir werden bei der Umsetzung umso besser vorankommen, je besser es uns gelingt, diese Interessensgegensätze zu überwinden, also Umwelt und Klimaschutz auf der einen Seite und Wirtschaft und Wohlstand auf der anderen Seite zusammenzubringen. Und diesen Weg müssen wir gehen, beides zusammenbringen. Und das wird nur gehen mit neuen Technologien, mit Innovation, mit Forschung und Entwicklung, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten und Anreizen. Und da haben wir eine ganze Menge gemacht. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben hier vor kurzem ein neues Verpackungsgesetz beschlossen. Dieses Gesetz gibt ganz konkret Anreize, Verpackungen stärker wieder zu recyceln, zu neuen Rohstoffen zu machen. Das heißt, mehr von dem, was die Bürger in den gelben Sack hineinsortieren, wird recycelt, weniger wird verbrannt. Und das ist auch ein ganz konkreter Beitrag zum Klimaschutz. Und es ist ein schönes Beispiel, das zeigt, wie Umwelt und Wirtschaft vernünftig zusammengehen können. In diesem Weg stecken erhebliche wirtschaftliche Chancen drin. Es geht um Märkte der Zukunft. Und das ist auch ein wesentlicher Grund dafür sicherlich, warum der amerikanische Präsident Donald Trump mit seiner unsäglichen Entscheidung, aus diesem Klimaschutzabkommen auszusteigen, bisher keine wirklichen Nachahmer gefunden hat. Das war die eigentliche Sensation der letzten Klimakonferenz in Marrakesch. Und bis heute ist es bemerkenswert, dass er keine wirklichen Nachahmer gefunden hat. Damit das aber so bleibt, ist es entscheidend, dass wir immer wieder unter Beweis stellen, Klimaschutz und starke Wirtschaft sind eben keine Gegensätze, sondern beides geht zusammen. Das ist der Weg, den wir weitergehen, unser Weg bei der Umsetzung des Klimaschutzes. Meine Damen und Herren, ein anderer Weg. Und das ist das, was zum Teil die Grünen in dieser Frage vertreten. Das ist ein eher rückwärtsgewandter Weg, der vor allem setzt auf Verzichten, auf Einschränken, gar auf Deindustrialisieren, auf Verbieten. Sie wollen zum Beispiel die Kohleverstromung ab einem bestimmten Zeitpunkt verbieten. Ministerin Hendricks hat darauf hingewiesen. Sie haben ganz unterschiedliche Zeitpunkte. 2030 haben Sie jetzt gefordert. Im letzten Jahr war es 2025. Und heute liegt zur Abstimmung ein Antrag der Grünen, in dem steht drin, innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte. Da frage ich Sie, was gilt denn nun? Aber diese ganze Unentschlossenheit und dieses Hin- und Herschwimmen, was dieses konkrete Datum angeht, zeigt doch eigentlich nur die ganze Misere Ihres Ansatzes. Nämlich, es macht wenig Sinn, ein politisches Ausstiegsdatum heute festzulegen, ohne zu wissen, wann und wie dieser Ausstieg zu erreichen ist. Wir wissen heute nicht,
wann genau die Kohle in großem Stil durch saubere Alternativen zuverlässig zu vertretbaren Preisen ersetzt werden kann, sodass an jedem Ort in Deutschland zu jedem Zeitpunkt des Jahres ausreichend Strom zur Verfügung steht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, und deswegen macht es wenig Sinn, dieses Datum heute festzulegen. Viel wichtiger ist es, dass wir die Alternativen voranbringen. Das ist die eigentliche Voraussetzung für den Ausstieg der Kohle. Die Alternativen voranbringen muss Hand in Hand gehen damit, dass die Kohleverstromung reduziert wird. Meine Damen und Herren, die Alternativen voranbringen, die erneuerbaren Energien, die Netze ausbauen. Wir müssen bei den Speichertechnologien entscheidend vorankommen. Wir müssen auch Forschung und Entwicklung setzen auf neue Technologien. Wir müssen vor allem auch offen sein für neue Technologien. Das ist der Weg, den wir gehen, den wir auch weiterhin gehen werden. Und dafür werbe ich, weil wir auf diesem Weg mit Sicherheit dem weltweiten Klimaschutz einen besseren Dienst erweisen, als wenn wir Ihren Weg gehen würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gebhardt. Als nächster Redner spricht Andreas Rimpusch für die SPD-Fraktion.